So, dann wollen wir mal da reingehen und die Geiseln befreien. Hallo. Gehen Sie jetzt rein? Gut. Er hat ja nicht mal Augen. Ein paar von denen kommen hin und wieder raus, um zu rauchen. Seien Sie also vorsichtig. So, wichtig ist hier immer alles einmal aufheben, angucken. Credit Chip, da kann man sich nachher was für kaufen und das sollten wir nach Möglichkeit auch immer schön alles absuchen. Nein, ich möchte nicht das Tutorial lesen. Beziehungsweise spielen. So, hier haben wir dann noch einen Cyber Boost Energieriegel. Können wir nochmal in die Mülltonne gucken? Ah ne, können wir mitnehmen. Hier ist nochmal was. Kann man alles hochnehmen, sich angucken. Bier. Prost. Ist hier ein Lüftungsschacht? Nö. Tag. Sind Sie der Kerl, auf den wir schon seit einer halben Ewigkeit warten? Yep. CI Security. Ich bin Jensen. Jensen. Ja, Sie kamen mir gleich bekannt vor. Sie waren in Team 2 bis zu dem Schlamassel in Mexican Town. Hätte nicht gedacht, dass Sie mal von einem CEO Befehle entgegennehmen. Die Zeiten ändern sich. Aber nicht immer zum Besseren. Also, erledigen Sie da drin meinetwegen, was immer Ihr Boss von Ihnen will. Dann können wir vielleicht unseren Job machen. Okay. Wir können ja mal fragen, wie das mit den Geiseln aussieht. Unsere Leute sind da drin. Irgendeine Idee, wo ich suchen soll? Ja, Ihre Werkleiterin, Josie Thorpe. Sie hat einen Notruf abgesetzt, bevor ihr jemand das Handy abgenommen hat. Sie sagte, die Geiseln würden in einem Büro in der Nähe der Montagelabors festgehalten. Macht Sinn. Die Arbeiter wollten einen Fertigungslauf vorbereiten. Sie waren also alle dort. Tja, da wissen Sie mehr als ich. Sonst noch was? Ja. Was hat das Wort vor? Sie haben sich ja ziemlich eingegraben. Was hat das Reaktionsteam vor? Alpha leitet die Operation und Bravo sichert ab. Beide Teams sind einsatzbereit. Wir koordinieren den Einsatz von hier. Aber bis wir das Go von Ihrem Boss haben, passiert gar nichts. Okay. Wie viel Zeit habe ich, bis Sie das Gebäude stürmen? Laut Protokoll gar keine. Aber Ihre Anwälte sehen das anders. Je schneller Sie reingehen, desto schneller können wir den Laden stürmen und Feierabend machen. Ja, Feierabend hätten wir alle gerne. Was wissen Sie denn über Sie? Diese Touristen. Was haben Sie über Sie? Nix. Was wollen Sie denn wissen? Oh, jetzt geht's aber los. Forderung. Haben Sie schon Forderung gestellt? Noch nicht. Aber Sie machen keinen organisierten Eindruck. Die meisten von Ihnen sehen eher aus wie Straßenschläger. Typen, die gerne ein bisschen randalieren. Wenn Sie mich fragen, ist nur Ihr Anführer ein Problem. Der Anführer? Der Anführer heißt Sanders, richtig? Wer ist der Kerl? Sieg Sanders. Wir lassen ihn gerade durchleuchten. Wie es aussieht, war er bei 2 Einsätzen am Golf dabei. Militärrezyklierungsprogramm und so. Der Mann ist augmentiert? Seraph hat mir was anderes erzählt. Er war augmentiert. Er hat sich seine Augs aber irgendwann rausgerissen. Inzwischen hängt eine Armee leichtgläubiger Straßenkids an seinen Lippen. Die würden für ihn sterben. Oder töten. Oder beides. Mit wie vielen muss ich da unten rechnen? Schwer zu sagen. 3 auf dem Innenhof, vielleicht ein halbes Dutzend im Gebäude. Aber das ist nur eine grobe Schätzung. Auf Ihren Kameras scheint nämlich eine Endlosschleife zu laufen. Das kann nicht sein. Ich hatte Seraph gesagt, Pritchard soll das System überholen. Tja, dann haben die wohl einen Techniker. Wir sehen hier jedenfalls nur eine Schleife. Da drin könnten also 5, 10 oder 3 Dutzend Gegner sein. Na, toll. Ach ja, das klingt nach... Ich glaube, ich habe genug gehört. Sicher? Wir wollen doch nicht, dass Ihr Boss unglücklich ist. Warum sind eigentlich alle so unfreundlich? Ab jetzt übernehme ich. Warten Sie auf Seraphs Signal. Als hätten wir eine Wahl. Haben Sie sowieso nicht. Es hat nichts damit zu tun, dass du schwarz bist. Wir wollen einfach nicht, dass du da reingehst. Kiste, Kaffeebecher. Tür auf. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Schmerzmittel. Kann man vielleicht mal gebrauchen. Kiste auf Dings. Nope. Kiste auf Dings. Nope. Mülleimer. Und Kiste.
Jensen, ich bin's. Pritchard, wo sind Sie? Draußen. Auf einem Dach mit Blick auf die Fabrik. Gut. Sie sollten über den Wareneingang reingehen. Ich sollte, Francis? Was zum Teufel meinen Sie damit? Es gibt dort einen Mitarbeitereingang. Der wird aber von den Puristen schwer bewacht. Wenn Sie also kein Freund des Frontalangriffs sind, könnten Sie es auch übers Dach versuchen. Ah, das ist ja wieder super klasse. Wow. Also, da unten ist einer, den könnten wir jetzt hier mal so... Scheiße, wie war denn das mit dem Zoom? War das Q, E, R, T, F, C? Irgendeine Taste war Zoom. Musste man sie nur noch finden. Ah. Die Taste neben 1. Aber wir sollten lieber keine Munition verschwenden. Manchmal liegen unter Kisten nämlich ein paar Sachen und da kann man dann, sollte man schon mal nachsehen. Es ist natürlich sehr unauffällig, einfach eine Leiter runterzuklettern. Immer schön kriechen, wie man es aus allen Spielen kennt. Kann ich mir nämlich auch gleich ein Schild mit "Ich bin hier" auf die Backen klatschen. Schlafen töten. Bäh! Oh, falsche Taste. Ganz, ganz falsche Taste. Tut mir leid. Eigentlich wollte ich dich gar nicht töten. So, E halten, dann können wir den hier mitziehen. Den Jungen. Puff. Ja, wir gehen sehr liebevoll mit Leichen um und können den armen Jungen nämlich hier hinlegen. Und dann liegt er da auch sehr interessant. Und hier hoch, irgendwie. Irgendwas hier oben zu sehen? Nein. Man sich alles mitnehmen, das ist ziemlich praktisch. Tarnung ist das A und O. Was haben wir hier? Elektroschockpfeile. Nett. Ja, jetzt geht die Tür schon wieder vor uns zu hier. Oh, scheiße, 3 Stück. Einer geht weg. Da muss man dann relativ viel Geduld auch mitbringen, weil die müssen dann richtig postiert auch stehen. Den da könnten wir ausschalten. Aber die anderen...
Hat er gerade ein Gesicht auf der Flasche? Tatsächlich. Da oben wäre wahrscheinlich auch noch eine Gangmöglichkeit. Wenn wir die Kiste benutzen, um da hochzukommen. Sehen die uns doch. Ja, wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich hier nie wieder raus. Egal, ich mach's trotzdem. Zack. Achso, dann komme ich hier so hinten. Na toll. Soll ich jetzt hier außen rumlaufen oder was? Seid ihr bescheuert im Kopf? Na, 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 na. Lal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 
Vielleicht können wir den auch mit einer Kiste oder einem Mülleimer hier hinlocken. Das Problem ist, dass wir jetzt die Tür nicht haben, die uns schützt. Ich glaube, es kommt von hier. Kaboom! Mitten in die Fresse. Danke. So, jetzt sind zwei weg vom Fenster. Oben das, was blinkt, hinliegen. Das, was da so leuchtet. Oh, rechts ist auch noch einer. Ah, geil. Also, mal zur Leiste hier überhaupt, ne? Also oben links sieht man unsere Health. Achso, hier wären wir von draußen reingekommen. Da unter sieht man unsere Energie. Unsere Batteriebalken-Dinger. Die ermöglichen uns halt Sachen auszuführen, so wie zum Beispiel jemanden zu Boden zu hauen. Und nur wenn die voll sind. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Nein, hast du nicht. Was ist mit dir passiert? Nichts. Und da kommen zwei Stück. Ich sehe mich schon die Waffe wechseln und das Ganze hier in eine wilde Ballerei ausarten. Oh, scheiße, jetzt wecken sie den wieder auf. Ja. Teufel ist passiert. Scheiße. Jetzt sind sie alarmiert. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Solange sie ruhig stehen, ist das überhaupt alles take it easy. Nichts ist mit dem passiert. Komm her, zeig dich. Jetzt zeigt euch. Oh Gott, das sind zwei. Was zum Teufel ist passiert? Vorsicht, 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 Vorsicht. Da noch einer. Der hat uns, glaube ich, auch schon so anhauchmäßig gesehen. Der andere läuft da oben rum. Okay, schnell rüber. Scheiße, sie haben uns gesehen. Jetzt sind vor uns auch noch zwei. Haben wir es ganz schön verkackt. Eventuell lassen sie von uns ab, aber ich bin mir nicht sicher. Bist du da, Arschloch? Nein, sind wir nicht. Das lief jetzt nicht ganz so gut. Wo bist du? Naja, wobei wir Glück gehabt haben.